Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Collect to Master Set Pokémon Go Edition. Es ist wieder Sonntag, das heißt, am Freitag ist ein neues Produkt zu Pokémon Go erschienen. Irgendwie, ich glaube, die haben das jetzt wirklich so eingestellt, dass jeden Freitag ein neues Produkt erscheint. Immerhin haben wir dann jeden Freitag neue Produkte und wenn es gut läuft, so wie jetzt, bekomme ich die auch schon an dem Wochenende und kann am Sonntag dann ein Video dazu bringen. Und das machen wir in diesem Fall. Alola Kokowai Box. Diese wunderschöne Box, 4 Boosterkarten, chillige Promokarten in XXL und normal dabei. Und ja, nicht nur das ist dabei, auch meine Frau ist mit dabei, denn die wird natürlich bei Pokémon wieder dabei sein und mitöffnen. Hallo! Und ja, dann bekommt jeder 2 Booster und sollen wir höchste KP, beste Karte, höchste KP. Machen wir einfach, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, machen wir. Okay, dann machen wir auf den Bums. So, der Inhalt der Box. Einmal die XXL-Karte. Hier. Und gefühlt ist. Fühlt die sich anders an. Ich glaube auch so. Dünner. Ja. Ich glaube, die haben was geändert an der Karte. Aber egal, okay. Ich sammle die eh nicht. Von daher juckt mich das nicht. Aber hier, diese schöne Promokarte. Ist nice. Nehme gerne mit. Kommt natürlich auch in die Sammlung. Gehört natürlich bei der Collect to Master Set. Unbedingt dazu. Und ich würde sagen, wir machen Ladies first, genau. Es fehlen uns natürlich noch einige. Die alternative Artwork hier von Mewtwo, die brauchen wir nicht. Die hast du gezogen im letzten Video. Von daher, die schwierigste Karte haben wir nicht, aber uns fehlen noch die strahlenden Ludak und Bisaflor. Ich glaube, Turtok hatten wir gezogen, oder? Nee, Bisaflor habe ich gezogen. Bisaflor. Dann fehlt uns noch Turtok und Glurak. Die anderen Mewtwo-Karten. Auch einige V-Karten fehlen uns. Ja. Von daher leg los. Chimera. Spark. Ariados. Onix. Bibifas. Meltan. Tapalor. Griffel. Zapdos in Weavers. Und Lavados in Hode leider nur. Stimmt, das Ditto fehlt uns ja auch noch. Das Ditto fehlt uns noch, ja. Auch noch. Also es fehlt einiges, aber so wie wir bei diesem Set aktuell so das Glück haben. Wir werden es wahrscheinlich nicht bekommen. Jetzt hier nur lange dauern, bis wir das haben oder bis wir hier was Vernünftiges ziehen. Ja. Ja. Schauen wir mal. Blanche de Belfil. Stalos. Oh, hier so, Shillok, Düsselgur, Carpador. Die Artwork sind trotzdem natürlich immens. No, doppelte, nice. Spoily, Buchmaschine, kein Ditto, aber dahinter endlich mal wieder eine Karte. Sie ist anscheinend eine normale V. Mit Dolly haben wir schon. Haben wir schon, ne? Ja, Mann. Nur die gleichen. Mann. Ja, da musst du jetzt auch die machen, damit es noch ein bisschen spannend bleibt. Stimmt. Ich führe jetzt mit 220 KP. Eindeutig natürlich. Easy. Wir würden natürlich oder werden natürlich die Karten auch noch einsortieren am Ende des Videos in unser Sammelalbum. Aber, ja, wie es aussieht und wir nur Doppelte ziehen, werden wir natürlich nicht so viel einsortieren können. Vielleicht ein paar Reverse-Karten, das war's dann. Naja, so ist das halt bei der Collect to Master Set. Irgendwann ziehst du nur noch Doppelte. Oh, die ist ja übelst größer. Schaut euch das an. Ich habe die unten angelehnt. Die guckt hier drüber. Also da wurde wieder richtig schlecht gecuttet. Naja, egal. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Hit. Ein großer Hit. Ein großer Hit, sagt die Frau. Schauen wir mal. Ja, groß, weil es groß gecuttet. Full Art. Dann haben wir Dragodon, haben wir. Melmetal haben wir. Ich glaube, es gibt nur eine, die wir noch nicht haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ein strahlendes davor würde ich auch noch mitnehmen. Nee, nur ein Come on, Ditto! Ein Ditto come up. Und ich will mal kurz was austesten. Dass vielleicht am Ditto lag, dass das so viel größer wirkte. Nee, die ist einfach viel zu groß. Los, komm. Schaut euch das an. Wie viel größer diese Karte einfach ist. Jeder sagen, das ist eine Fake-Karte. Okay, egal. Es ist. Die andere Alternative, Meistergriff V in den XXL-Format. Habe ich noch nie erlebt, dass eine Karte so viel größer gecuttet auf der Rand ist. Naja, egal, ist ja eh nur für die
Sammlung soll nicht gegradet werden. Ist auch original, also Büffelung und alles ist da. Aber das sieht man hier unten, was für ein fetter Rand unten ist und rechts. Oben so kaum. Ja, aber trotzdem, oben ist ja noch einigermaßen normal. Das ist ja eigentlich sehr in Ordnung, die und die Ränder. Nur die sind da einfach übertrieben groß, weil es einfach falsch gecuttet wurde. Aber wie geil, Meistergriff. Haben wir die andere nächste Alternative? Ja, die werde ich jetzt wahrscheinlich hier in dem Perfect Slice, Perfect Size. Ah, doch, kommt. Doch. Passt sogar noch. Mega. Sehr gut. Gut. Ja, sehr, sehr nice. Jetzt kann man auch noch whippen. Whippen? Also, du hast jetzt schon deutlich, ich kann das gar nicht mehr schlagen. 230. Ich weiß nicht, nein, ich glaube, Mewtwo hat vielleicht mehr. Hier. Hab ich doch schon gezogen. Ja, kannst ja nochmal. Los! Ich muss erstmal gucken, wie sich die anfühlt. Ja, ist doch schon ein bisschen dicker. Jetzt auch nochmal fühlen? Ja. Okay. So, so schöner Kamaup. Jetzt müssen wir dich leider. Whippen. Whippen. Oh Mann. Geil. Ja, nice. Das ist ja geil. Tada! Und zack, aber auf einmal ein wunderschönes Holo-Ditto. Sehr, sehr nice. Oh, die Box hat sich mega, mega gelohnt. Ein shiny Durak. Ich bin jetzt schon absolut zufrieden. Ja, da kommt der Ausbeute. So, eine Brutmaschine. Scharniere. Jetzt schon besser als die Evoli-Box. Ja, Navitau. Gefühlt die letzte auch. Amidiffel. Natu. Meltan. Haben noch ein strahlendes. Ja! Ja! Oh, was für eine Box! Oh mein Gott! Ich hab ja schon gezogen, aber ein Kokowai gönnt! Ich kaufe nur noch Kokowais. Ach, leider nichts. Ah. Aber bitteschön! Aber das haben wir leider schon. Ich weiß, aber trotzdem. Schade. Aber vielleicht will ja jemand tauschen, wenn jemand noch ein strahlendes Glutak oder Turtok hat und tauschen will. Ja. Soll sich gerne melden. Bei Insta. Unten in der Beschreibung. Auch so hübsch. Bin auch so ein Hübschi. Nein. Das brauchen wir zum Tauschen. Die ist echt hübsch. So eine hübsche Karte. Mit der Blümchen. Ja. Nice. Also dann würde ich sagen. Ich sehe gerade hier in den Reverse-Stapel. Da war ja noch eine Ditto. Geil, eine zweite Ditto. Was? Eine Carpador? Richtig schlecht. Richtig schlecht, liebe Leute. Naja, kommen wir zur Box. Kokowai gönnt dermaßen Melmetal V, ein Ditto, strahlendes Bisaflor, zweimal auf dem Reverse-Board, ein Hit, richtig nice. Und natürlich noch die Alternative, jetzt haben wir beide Alternativen, Mewtwo und Meistergriff. Sieht schon sehr, sehr nice aus in dem Stadion mit den zwei Torpfosten, richtiger Torhüter, sagen was du willst. Sehr geil, passend zur Frauen-EM-Finale heute. Wollen wir hoffen, dass wir so einen Meistergriff auch im Tor haben, der uns vor den Engländerinnen bewahrt. Alles klar, dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem Ziehen. Jetzt kommt noch natürlich das Einsortieren, weil jetzt haben wir natürlich auch Meistergriff-Karten und Ditto, die wir einsortieren können. Dann wollen wir mal das schöne Ding hier einkleben. Ich habe mal mein Büchlein hier ein bisschen verschönert hier mit dem Aufkleber von Kamau. Finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Und ja, dann kommen wir zu unserer Sammlung. Hier haben wir die Karten, die man eventuell einsortieren kann. Wenn wir einmal das Bisaflor angucken, welches besser ist. Entscheidung ist gefallen. Bisaflor doppelt kommt zur Seite. Also wer es möchte, gerne tauschen möchte, kann sich gerne melden. Dann gucken wir mal weiter. Gute Lavados. Lavados haben wir leider auch schon doppelt. Dann Lapras. Lapras müssen wir auch schon doppelt haben. Haben wir nicht doppelt, sondern schon gezogen haben. Zapdos aber noch nicht. Sehr, sehr schön. Die Reverse-Karte. Melmetal müssten wir leider auch schon haben. Nummer 47. Gesagt, getan. Ditto haben wir aber auf jeden Fall noch nicht. Nummer 53. Dann nehme ich hier hin. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zur Ei-Brutmaschine in Reverse. Haben wir auch noch nicht. Sehr gut. Ich sag ja, die Box hat richtig gegönnt. Was jedenfalls fehlende Karten angeht. Nummer 74 kommt hier hin. Das sieht doch hier. Die Big Dinger. Die kommen langsam. Fehlen natürlich noch einige Rainbow- und Gold-Karten. Und SWH 225.
3, 2, 5 ist sogar noch vor denen. Jetzt muss ich wieder alles einmal umsortieren. Weil die irgendwie die höchste Promokarte als erstes veröffentlichen und danach erst die. Ach, naja, egal. Wahrscheinlich ein paar Mal umsortieren müssen. Aber das haben wir jetzt fertig. Von daher. Collecto Master Set läuft weiter. Es wird nicht einfacher, aber wenn solche guten Boxen kommen wie heute, dann bin ich positiv, dass wir das auf jeden Fall auch nochmal irgendwann hinbekommen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in einer der nächsten Folge. Wenn es gut läuft, vielleicht nächsten Sonntag. Also, bis dahin und tschüss.